Hey, ich bin's wieder, eure Soppel, und ich schaue mir heute lustige Schülerantworten an. Und ja, los geht's! Okay, fangen wir mal mit dem ersten an und nicht wundern, dass ich da runter schaue. Ich lese das von meinem Laptop ab und... Okay, fangen wir mal an. Die Frage ist, was ist ein Tornado? Und die Antwort, eine extra starke Einstellung am Staubsauger. Was? Wie kommt man auf sowas? Also, ja, ich glaube jetzt eher, also richtig ist diese Antwort jetzt eher nicht, aber wie kommt man auf sowas? Vor allem, was muss der Lehrer sich dabei gedacht haben? Ja, eine sehr lustige Antwort. Eine sehr seltsame Antwort. Die Frage ist, in der Abbildung sind zwei Parallelogramme dargestellt. Ist der Flächeninhalt der beiden Parallelogramme gleich groß? Kreuze an. Ja, nein. Und der Schüler hat ja angekreuzt und dann begründe deine Antwort. Und der Schüler hat einfach hingeschrieben, ist halt so. Das könnte halt wirklich auch ich sein, weil wenn man wirklich nicht die Antwort weiß und einfach so eh schon geraten hat, dann schreibt man dann einfach, ist so halt so hin. Könnte ja auch stimmen. Okay. Ich glaube zwar nicht, dass der Lehrer da einen Punkt drauf geben würde, aber wenn man nichts weiß. Okay, also das nächste ist Bewegung von Körpern. Und die Frage ist, welche Bewegung führt der Radfahrer aus? Und dann hat der Schüler geschrieben, vorwärts. Und der, weil die Radfahrer da ja vorwärts fahren. Und dann begründet eine Antwort. Er fährt nicht rückwärts. Okay, das ist geil. Das ist wirklich lustig. Wenn man das nicht weiß, das ist wirklich... Es stimmt ja eigentlich. Er fährt vorwärts und als Antwort, er fährt nicht rückwärts. Das stimmt ja eigentlich. Ja, das ist irgendwie... Das ist echt eine geile Antwort. Und darauf muss man aber auch erstmal kommen. Okay, das war bei irgendeiner Aufgabe. Auf jeden Fall hat der Schüler da drunter geschrieben, Zeit war... Soll das alle heißen? Ich glaube mal, das soll alle heißen. Frechheit, Ausrufezeichen. Also Zeit war alle, Frechheit, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und dann hat der Lehrer hingeschrieben, dein Wissen auch. Oha, der Lehrer hat den voll gedisst. Oha, das ist aber eine geile Antwort von dem Lehrer, finde ich. Oh mein Gott, das ist geil. Okay, die nächste Aufgabe ist, geplant ist ein Fest für 40 Personen. Pro Person benötigt man 200 Gramm Fleisch. Ein Stück Fleisch von 250 Gramm kostet dabei 2,25 Euro. Wie viel kostet das Fleisch für die 40 Personen insgesamt? Und dann... Oh nein! Dann hat... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Junge oder das Mädchen keine Ahnung hatte, wie er das rechnet oder so. Und er hat dann einfach hingeschrieben, Telefonjoker? Fragezeichen. Das ist geil. Oha, wenn man das nicht weiß, dann einfach so Telefon. Ach ja, und der Lehrer hat dann hingeschrieben, wir sind hier leider nicht bei Wer wird Millionär. Okay, der Lehrer ist aber auch cool drauf, dass der sowas dann hinschreibt. Ja, also ich glaube mal, er hat keinen Punkt da drauf bekommen. Aber die Antwort von dem Lehrer ist schon auch geil. Okay, das nächste ist, ach ja, da musste man so ausfüllen, was die Abkürzungen bedeuten. Und da stand O2. Und er hat einfach hingeschrieben, Handytarif. Und der Lehrer so, Fragezeichen. Weil O2 ist ja so ein Handytarif. Ja, das ist auch eine geile Antwort. Die nächste Aufgabe ist, beschreibe den chemischen Vorgang des Auflösens einer Brausetablette im Wasser.
was muss dabei beachtet werden? Und dann der Schüler, die Tablette löst sich auf und ist danach sofort bereit zum Verzehr. Man muss darauf achten, welche Sorte man wählt. Waldmeister ist zum Beispiel nicht jedermanns Sache. Oha, das wirkt vor allem so, als hätte der Schüler das komplett ernst gemeint. Also, das ist geil, vor allem das mit dem Waldmeister ist zum Beispiel nicht jedermanns Sache. Das ist echt eine coole Antwort. Okay, das nächste ist, ich weiß nicht genau, was man da machen muss. Das war, glaube ich, irgendwas von Mathe, weil da oben so irgend sowas von Mathe halt steht. Und der Schüler hat da irgendwie hingeschrieben. Okay, also der Schüler hat hingeschrieben, I can't read the question, there's a in the way. War ja einfach, oha, ich hätte die echt nicht gesehen, die Frage. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass unter diesem Bär eine Frage ist. Und er hat einfach so einen Bär da drüber gemalt, sodass man die Frage überhaupt nicht mehr erkennen kann. Und dann hingeschrieben, dass er die Frage nicht mehr lesen kann, weil ein Bär im Weg ist. Das ist auch cool. Das ist sehr kreativ. Auf jeden Fall hat er seine Zeichenkünste ausgepackt. Okay, die nächste Aufgabe ist wieder eine Matheaufgabe. Angenommen, ein Glas Gurken kostet 1,79 Euro. Du hast 5 Euro bei dir. Wie viele Gläser Gurken kaufst du damit? Rechenweg steht gar nichts. Und bei Lösung gar keines. Ich gehe zum Chipsregal und kaufe mir 2 Tüten Erdnussflips. Ja, das ist... Okay. Aber ich würde mich sowas zum Beispiel auch überhaupt nicht trauen hinzuschreiben. Einfach... Keine Ahnung, weil ich weiß nicht. Aber ist eine coole Antwort. Die nächste Frage ist, warum hat der Planet Saturn einen Ring? Und der Schüler hat hingeschrieben, Gott liebte den Saturn und hat ihm einen Ring gegeben. Und der Lehrer hat hingeschrieben, der Saturn war keine Single Lady auf Partnersuche. Johannes oder so. Der Lehrer, wo das hingeschrieben hat, der ist wirklich cool, aber auf sowas muss man auch erstmal kommen. Oh Mann. Aber der Lehrer ist cool drauf. Aber er hat trotzdem 9 Punkte dafür bekommen. Die nächste Aufgabe ist, nenne die Merkmale von Ostsee und Nordsee. Und da ist so eine Tabelle Ostsee und Nordsee. Und ich habe bei Ostsee hingeschrieben, ähnlicher Name und Spaß haben. Und bei Nordsee Urlaub machen. Ja, also das mit dem ähnlichen Namen stimmt ja auf jeden Fall. Und ja, Spaß haben und Urlaub machen. Das ist auf jeden Fall eine gute Antwort. Aber oh mein Gott, wenn das so ein kleiner Junge oder so ein kleines Mädchen dahin geschrieben hat, dann wäre das voll süß. Weil, oh mein Gott, so Spaß haben und Urlaub machen. Das sind 2 gute Merkmale. Aber die Antworten sind schon irgendwie süß. Dann die nächste Frage ist, wie heißen die Pole eines Magneten und wie sind diese Namen festgelegt worden? Dann hat er geschrieben, oder der Schüler halt, oder die Schülerin, die Pole heißen Nord- und Südpol, weil irgendwie mussten sie ja heißen. Ja. Und die Lehrerin oder der Lehrer hat dann hingeschrieben, richtig. Und man hat sich dazu sogar noch etwas überlegt. Siehe Heft. Okay, also die Antwort von dem Lehrer ist irgendwie richtig geil, weil er ziemlich entspannt darauf geantwortet hat, sage ich jetzt mal. Also, ja, aber das mit dem Nord- und Südpol stimmt ja. Aber die Antwort ist auch geil, weil sie ja irgendwie heißen mussten. Was im Prinzip ja auch stimmt. Aber er hat ja 1 Punkt auf die Aufgabe gekriegt. Zwar nicht alle 3, aber eine. Und die letzte Schülerantwort ist bei der Aufgabe, wo liegt C? Und der Schüler hat einfach einen Pfeiling gemacht und zu dem C da hingeschrieben. Ja, also wenn man es wirklich nicht weiß, wie man das rechnen soll, dann macht man halt das. Da kriegt man zwar ganz bestimmt keinen Punkt drauf, aber im Prinzip würde es ja stimmen, also. Ja.
So, und das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat und ihr ein bisschen mitlachen konntet. Und wenn ja, könnt ihr mir das ja gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und ihr könnt mich natürlich auch gerne kostenlos abonnieren. Da ist jetzt hier irgendwo ein Button. Und ja, ciao und bis zum nächsten Mal.